Battlefield 30815, Folge 14, Thema Nummer 1, Landen statt Balen. Balen bedeutet in Battlefield ungefähr so viel wie eine Muschi spielen und einfach mal aus einem Fahrzeug rausspringen, wenn man dabei ist, down zu gehen oder in dem Fall zum Beispiel disabled zu sein, so wie Unwritten es jetzt immer vormacht. Ich habe ihn disabled und anstatt, dass ich ihn killen kann, springt er einfach raus. In dem Fall stirbt er sogar noch selber, also er ist so oder so tot und ich kriege den Kill nicht. Ist so eine Sache, weiß ich nicht, unter Jetpiloten, die Spaß dran haben, richtige Dogfights zu machen, letztendlich auch dafür belohnt zu werden, ist das vielleicht so ein Ding, das muss nicht unbedingt sein. Wie die Überschrift zum Thema jetzt schon gesagt hat, man kann auch landen. Warum immer bailen, wenn man auch landen kann? Ich werde jetzt mal disabled, also ich bin jetzt in der Rolle des Opfers. Und anstatt einfach rauszuspringen, versuche ich Folgendes. Ich versuche zu landen, während ich disabled bin. Dafür muss man natürlich jetzt ein Engineer sein, um Folgendes machen zu können. Man steigt aus und repairt sein Flugzeug. Was hat man davon? Der Gegner muss erstmal drehen und merken, dass man überhaupt gelandet ist. Und in der Zeit hat man das Teil schon wieder repaired und kann wieder losfliegen. Eine Kleinigkeit müsst ihr dabei allerdings beachten. Ich werde jetzt nochmal disabled. Und ich werde wieder versuchen zu landen. So, was ihr nicht machen dürft, ist, dass ihr viel zu früh aussteigt. In dem Fall berühre ich zwar schon mal den Boden zwischendurch, springe raus, aber dann werde ich halt ejected, sprich in die Luft geschossen oder wie auch immer man es sagen möchte. Mir fehlt gerade, Schleudersitz ist das Wort. Ich komme zwar jetzt immer noch dahin, kann das Ding repairen, aber oft genug passiert es dann, dass der Jet sonst wo in die Pampa fliegt und man selber immer noch in der Luft rumsegelt und das ist dann nicht Sinn und Zweck der Sache. Thema Nummer 2, Medpacks nehmen Leben. Ihr kennt vielleicht diese Situation, dass ihr Medic seid und da jemanden habt, den ihr reviven wollt. Manchmal funktioniert das nicht. Ich werde jetzt mal hier Unwritten ein bisschen in den Kopf schießen. Und jetzt liegt da dieses Medpack und ich kann ihn nicht mehr reviven. Liegt, wie man sieht, daran, dass das Medpack auf ihm drauf ist. Was ich jetzt machen kann, ist aber, ich zerschieße das Medpack und dann kann ich ihn wieder reviven. Also, wenn ihr das nächste Mal versucht, jemanden wiederzubeleben und es geht nicht, dann achtet darauf, ob zum Beispiel ein Med oder ein Moonpack auf ihm drauf liegt. Wenn ja, zerschießt es und schon geht's. Und Thema Nummer 3, die Koro-Regel. Ja, die gibt's eigentlich nicht, aber mir fiel kein besserer Name ein. Außer irgendein langer Zweizeiler. So, das sind gleich zwei Tipps in einem. Der erste ist, wenn ihr auf dieser Seite spawnt, also US auf Damavand Peak im Conquest Small, dann steht ihr genau an dieser Stelle, wo ich jetzt stehe. Und wenn ihr schneller an den Tank rankommen wollt, dann nimmt eine RPG und schießt die Wand kaputt, dann seid ihr sofort dran. Das eigentliche Thema des dritten Clips hier ist, dass ihr mit dem Tank... Oh, bitte, bitte, es tut mir immer so im Herzen weh, wenn ich das sehe. Nicht das macht, was ich jetzt gerade mache. Und zwar einfach mal den Tank nehmen und dann auf A fahren und erstmal A cappen. Das ist strunzdoof. Denn in dem Fall ist Unwritten jetzt zum Beispiel von der Gegnerseite aus mit dem Tank direkt zu B durchgefahren und kann B schon cappen, während ich A noch nicht mal habe. Und das bringt dem Team an sich natürlich einen unglaublichen Vorteil. Von daher, lasst das bitte sein. Auch im Conquest Large. Nicht erst A oder B cappen. In dem Fall fahrt dann direkt zu C durch. Ist einfach deutlich sinnvoller. So, und um jetzt nochmal einen weiteren Vergleich zu liefern, ich fahre jetzt mal direkt mit dem Panzer zu B durch und Unwritten wird mit dem Jeep auch zu B fahren. Natürlich wird er ein bisschen schneller da sein als ich mit dem Jeep, wobei man dann auch in der Praxis wieder beachten muss, auf einem Public, wo dann auch jemand gleichzeitig noch den Tank fährt und den Jeep, ist es am Anfang immer so eine kleine Kämpelei, wer als erstes da am Weg vorbeikommt oder an dem anderen vorbeikommt, um durchzufahren. Da hat meistens der Jeep so ein bisschen die Arschkarte und zieht den kürzeren und von daher habt ihr ganz gut Glück, wie ich jetzt zum Beispiel, dass man dann doch recht schnell auf B ankommt, während da noch kein Schwein von den Gegnern sein kann. Es sei denn natürlich, der Gegner-Tank fährt auch durch, dann ist er, ich glaube, ungefähr in dem Container, der jetzt vor mir ist, während ich dann auf B ankomme. Also so oder so, man ist immer recht schnell auf B, Entschuldigung, und ja, kann daher schon mal so ein bisschen um den Platz kämpfen. Ist ganz praktisch. Von daher, nehmt euch das bitte zu Herzen. Ich habe es beim letzten Mal schon wieder gesehen und habe mich aufgeregt, als jemand meinte, erstmal die erste Flagge kämpfen zu müssen mit einem verfickten Panzer. Deswegen, lernt raus. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.